Ja, hallo liebe YouTuber, und es geht weiter hier in der Welt von DayZ. Ja, und mein Charakter hat natürlich wieder Hunger, also musste ich mich jetzt hier ins Gebüsch verziehen. Wo bist denn du? Zwischen den Bäumen. In der Kurve. Also ich sehe ja viele Bäume. In der Kurve. Ja, ja, du bist auch mir auch so ein Schluck Wasser in der Kurve. Schön. Lass es sein. Boah, Alter. Warte, ich muss noch. Bist du auf jeden Fall gut getan. Ich hab dich erst jetzt gesehen. Löchen. Da ist jemand bei mir. Ich schnell ihn jetzt ab. Junge, der Witz ist beim 50. Mal auch nicht mehr witzig. Ja, bis ich schieße. Moment, ich esse noch mal ein klein wenig. Mist, ich habe den Timer für 17 Minuten gestellt. Warte mal. Nice. Oh, ich hatte den für 17 Stunden gestellt. Junge. Wie geil. So, okay. Warte. Alles fit. So, jetzt bin ich auch nicht mehr hungrig. Okay, okay. Wir können. An der Straße sehe ich auch niemanden. Ich guck mal zurück, da sehe ich auch niemanden. Komm raus da, du Buschmensch. Ich bin doch schon raus, wo bist du? Bleib mal da stehen, das sieht geil aus mit den Tannen. Nö. Junge, hör doch auf. Boah, Alter, mit der Lichtbrechung noch. Nice, okay, komm. Hammer. Achso, warte mal ganz kurz. Ich muss kurz was gucken. Mal sehen, ob wir dann in dieser Folge zum Airfield kommen. Ich muss kurz einen guten YouTuber ein Abo dalassen, habe ich den ja versprochen. Wem? Der uns gerade das Video-Kommentar drunter geschrieben hat. Ich muss das eben machen, bevor ich es vergesse. Schnell. Steckst du lang die Straße? Ja, hallo meine liebe YouTuber. Und abonnieren. Oh, der hat viele Abonnenten. Gut. Der, ich weiß nicht wie er. Mr. Boar LP. Jawohl. Ja, Mr. Boar LP, du wirst erst jetzt von uns abonniert. Aber natürlich ist das schon vor langer Zeit passiert. Ja, genau, okay. Herzliche Grüße nochmal von mir. Und von mir. Danke für dein nettes Kommentar. Jo. Jetzt kommt's. Genau dann, wenn diese Folge rauskommt, hat er sich zum Arschloch entwickelt. Nein. Komm. Ich bin vor dir, ne? Ja? Ja, also hör auf mit diesem Scheiß, komm immer. Links von dir, eher gesehen. Junge, lauf nicht so offen auf der Straße rum. Wie oft noch? Junge, lass. Boah, guck dir das mal an, guck mal zurück. Was für eine geile Sniper-Position das wäre. Guck mal zurück. Hammer. Okay, warte, ich guck mal nach vorne, ich sehe da aber siehst auch. Siehst du, keinen. Wenn du da rüber guckst, die Straße da hinten, da hätten wir eigentlich lang gemusst. Ja, ja. Glaube ich zumindest, dass die das ist, müsste sein. Oh, Junge. Ich dachte schon wegen diesem Pinöppel, weil der so komisch schwarz war und ich gelaufen bin, der sich deswegen bewegt hat, dachte ich schon, da läuft einer lang. Pinöppel. Ich hätte jetzt Pinöppel beinahe abgekackt. Musst du mal so voll lang auf den Pinöppel einschießen, weil du denkst, das wäre jemand. Genau, oder noch so mit einer M4 vier Magazine verbraten. Noch so ein Pinöppel. Junge, endgeil, wie wir die ganzen Straßen immer im Überblick haben. Ja, Mann, voll nice. Du bist hinter mir, ne? Nein. Wo bist du denn? Vor dir. Oh. Ja. Junge, da hinten ist so ein Busch. Ich dachte gerade, da kommt jemand gelaufen, weil der so schwarz war. Ja, ja, man kriegt ja voll die Paranoia. Boah, ich seh's schon kommen, wenn da so irgendwann so ein Typ kommt, ballern wir beide direkt drauf los und in der Hektik. Verfehlen wir den dann, dann der zwei Schüsse, bam, alles weg. Oder wir machen es so cool wie bei dem einen Typen, der uns hinterhergelaufen ist. Ja, ja. Da ist ein Hochstand. Hockt da jemand? Wo ist der Hochstand? Scheiße, Alter, das. Ich kann jetzt gerade nicht ausmachen, ob da jemand drin hockt. Ach so, der. Junge, da ist.
entweder ist das ein Stück Busch oder da hockt echt jemand drinne. Ich glaube, nee, das ist ein Stück Busch. Ja, ja, ich sehe es. Das ist aber, glaube ich, auch ein Stück Busch. Boah, Alter, ich krieg hier leicht. Hey, da hinten ist das. Da ist ein Airfield, Junge. Ist das schon das Airfield? Ja, Mann, siehst du doch links. Da hinten ist der Tower. Komm, wir rennen jetzt hier durch zum Tower. Dann kommen wir von der hinteren Seite. Ja, hey, aber wir haben die Stadt verpasst, wo wir eigentlich hätten. Egal, okay, dann haben wir sie halt verpasst. Das ist ein Airfield. Warte, ich guck immer noch mal dort in diesem Sniper-Position. Da sehe ich aber wirklich keinen. Hey, war Gott sei Dank nur der Busch. Das sieht wegen der Größe aus, als wäre es so ein. Vielleicht schon das große Airfield. Keine Ahnung, normalerweise hätte da noch eine Stadt dazwischen kommen müssen. Egal. Vielleicht haben wir uns dann auch um eine vertan, etc. oder sind an einer vorbeigelaufen. Achtung, hier könnte überall einer sein, ne? Junge, I want to eat something. Warte mal. Oh, das ist doch noch nicht das Airfield. Nicht? Ich weiß es nicht. Ich lauf da jetzt hin, wo bist du eigentlich? Genau hinter dir. Ich laufe jetzt durch die Bäume und guck nach. Keine Angst, nur ein Vogel, falls du wieder denkst, das wäre ein Zombie. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Junge, was ist das? Das ist so ein riesiger, bezäunter Bereich. Ich sag ja, das ist nicht das Airfield. Ich habe dir gleich gesagt, aber Junge. Sollen wir da hingehen? Wenn du hinten am Horizont guckst, das dürfte erst die Stadt sein. Ja, okay. Lass das mal jetzt da hingehen, wo wir schon mal hier sind. Das ist so eingezeigt, vermutlich so eine Militärbasis oder sowas. Möglicherweise, ich gehe rein, da ist auf jeden Fall ein Tor. Ja, ja, ich bin auch genau links hinter dir. Toll, ich kann ja natürlich nicht an Blättern vorbeilaufen. Ich breite ab, ne? Ist ja klar. Okay, ich gehe rein. Ich gehe rein. Achtung, ne? Hier, die Tür kann man rein, glaub. Nee, kann man nicht. Scheiße. Ich gehe in dieses Haus hier rein. Ich gehe hier in die Hütte rechts. Mach. Guck, vielleicht liegt da vielleicht wieder ein Revolver. Das ist nämlich genau so ein Haus. Ja, ja, das hier ist auch wieder so ein Haus, wo ich die Gasmaske gefunden hatte. Ich höre einen Zombie. Scheiße. Ein Can-Opener! Junge, ich dachte, du findest etwas Geiles. Ich habe schon lange einen Can-Opener. Ja, habe ich schon lange. Ich nicht. Ja, seitdem wir den Typen getötet haben. Junge, wechsel doch zur Axt, du Holodri! Thunfisch. Nice. Ist der Zombie bei dir? Junge. Alter, das war so knapp. Schuhe, ein Buch. Sonst noch was? Nee. Ich glaube, sonst kann man hier kaum eine Tür. Ah, hier kann man rein. Ist eine Etage höher. Ich habe eine Epinephrin-Spritze gefunden. Okay. Nice. Infection Vial habe ich gefunden. Jawohl, ich hab Sardinen. Was ist das? Ah, Munition. Nee. Was? Boah, bitte. Was? Warte. Jetzt findet der die M4, jetzt findet der die. Ich hab. Oh ja, Mann! Das dachte ich mir schon, dieser Lappen. Boah, ich hab ein fettes PU-Scope, Junge. Hammer. Richtig dick. Aber auch die M4, ne? Nein, nicht die M4. Was will ich jetzt noch mit der M4, wo ich das dicke Ding hab? Nice. Nice, ich hab ein Magazin für die M4. Oh, geil. 40 Schuss wieder. Alter, schon wieder ein Rucksack. Hammer, jetzt müssen wir noch mir... Jawohl, Alter, jetzt kann ich richtig weit gucken mit dem Ding. Hammer, jetzt müssen wir mir noch so ein Scope finden. Guck dich da mal weiter um. Ich gehe jetzt aus diesem Tower-ähnlichen Gebäude gerade raus. Ich sehe dich. Zombie! Ja, ja. Rechts von dir. Mach du den mal kalt. Kein Bock. Marit. Junge. Ich such dir gerade schon die ganzen Sachen hier. Ja, der Zombie kommt gerade rein, warte.
Junge. Ja, Junge. Ah, da liegt noch Munition. Für deine ist das, glaube ich. Ah, ne, für den Revolver. 25 Schuss, sauber. Hä, scheiße, man kann nur 30 Schuss einmal mitnehmen. Hä? Hauptsache, ich hatte den Can-Opener auf den Thunfisch und der kann das nicht aufmachen. Ach so, ja, okay. Okay, ich lade die nach. Ich tue jetzt neue 10 Munition rein. Mach. So, neue 10 sind drin. War nämlich nur noch 2 Schuss drin. Okay, geh mal bitte da weg. Guck du danach, ich nehme das nächste. Schon wieder so ein Teil. Alter, ich sehe da so das PU-Scope liegen und denk mir so, oh geil. Hier, guck dir, siehst du es? Hammer. Hammer, nice. Sag ja, wir sollen hier hin. Siehst du, das hast du mir zu verdanken, ja, ja. Ach, Kind. Ja, ist doch so. Ich hab's für den Airfield gehalten. Komm, wir gehen zurück zur Straße. Ich bin gerade dabei. Hm. Ah, schön. Hammer wieder so, immer wieder so eine Waschmaschine rumliegt. Okay, ich steck mal eben die Straße. Wie der sich erstmal mit dem Scope da umguckt. Klar. Was? Ja, mit dem Scope umgucken. Ich kann jetzt schön geil zielen damit. Ich gibt aber bestimmt bessere Scopes, obwohl ich noch kein anderes gesehen habe. Was hast du? Ein Scope mit so einem Laserpointer? PU-Scope habe ich. Was ist das denn für eins? Das ist das, was der Typ dabei hatte, was aber ruiniert war. Okay. Da ist einfach nur so ein halbes, also so ein fast ein Fadenkreuz drauf, da fehlt das obere davon noch. Das Geile ist, das Ding ist pristine, ich kann da durch schön geil gucken. Sauber. Doch, es gibt noch ein anderes Scope, habe ich bei Sarazan so gesehen, das war beim Arsch. Aber das ist aber, glaube ich, für M16 und so. Ja, ja. Das Geile ist, man kann selbst ohne Scope mega weit gucken. Kann die aber auch zum Nachteil werden. Kannst du mit der eigentlich automatisch reinzoomen? Hier ist übrigens das Teil, wo wir dachten, da sitzt einer drauf. Ja, komm, könnte man echt denken, der Busch ragt da so rein. Ich weiß. Check mal eben die Straße da. Mach. Komm, wir müssen wieder auf die Straße. Ja, check mal die Straße da hinten. Nobody. Hauptsache jetzt mit einer Hammer-Ausrüstung und niemand kommt. Ja, wir irgendwann am Arsch der Welt sind. Ja, und irgendwann, wenn wir es vernachlässigen, wird es losgehen. Klar, wahrscheinlich werde ich nicht mal einen Menschen getötet haben, bevor ich abgeknallt werde. Sobald wir nämlich wieder zurückkommen Richtung Elektro und ich dann immer noch keinen getötet habe, was noch ein langer Weg sein wird, werde ich da sicherlich abgeknallt werden. Ja, ja. Boah, ich hoffe, wir finden im Airfield dann noch so einen Scope für mich. Das wäre Hammer, dann wir beide so mit. Warte, die Folge ist zu Ende. Okay, dann bis zum nächsten Part von Let's Play Daisy. Bis dahin. Ciao. Ciao.